Hallo, darf ich erst mal Fängt doch reinkommen? mal bitte. Ja, Nein. pull doch mal bitte nicht. Ich hab die nicht gepult. Ja. Nee, die kam hier angerannt einfach. Ja, klar, die kam einfach angerannt. Wenn ich jetzt wüsste, wie meine Keybinds sind. Jetzt einfach ausprobieren. Ich habe einfach keine Probleme gelöst. Das finde ich jetzt mehr als 3 Lol, Noob-Clicker, Alter. Oh, hier ist schon mal mein Sprint. KDPs. Könnten wir bitte noch kurz warten? Ich habe gerade erst umgeskillt, ich habe keinen Mana. Wasser, please, Alter. Ernsthaft? Der Heiler. Ich will den Tisch. Ich mich verarschen, Lässt ey. Er mich jetzt hier verrecken? Nee, gut. So, das ist mein Stun, dann ist hier das Heilding. Nice, okay. Bin wieder voll drin, ich bin best Palatank ever. Aber irgendwas hier fällt. Ja, der scheiß Stun, Alter. So muss das sein. Oh, geil. Das ist so der Nachteil, wenn man 300.000 Chars mit unterschiedlichen Belegungen spielt. Es kommt alles irgendwann zu einem zurück. Vor allem vom Style Gear sehe ich aus, als wäre ich hier der unste Babo. Soll ich jetzt mal pullen hier? Wenn dir dein Leben so wenig wert ist. Bei mir krieg übelst auf die Fresse, Alter. Also wirklich richtig dolle. Hast du ein Schild an? Ich hab ein Schild an, ja, hab ich doch. Ich hab sogar geskillt, glaube ich. Ja, hab ich. Ey, was, die sind jetzt echt gekommen? Ja, das sind die Sklaven, Mann. Achso, das sind die Sklaven, stimmt. Kommen in Burning Crusade. Warum kriege ich denn so auf die Fresse? Hat das locker so ein Stufe 70 Heiler, oder? Nee, ist 100. Krieg übelst auf die Fresse, ob sie den nochmal schwerer gemacht haben, weil wir uns beschwert haben. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hundertprozentig sogar. Tijina Unster Bob Damage. Ja, brauchst du ja auch nicht weglaufen. Ja. Ich hab 1800 DPS, das ist ausreichend. Das ist ja ein schön Hardcore, ja. Hab sogar kurz geweint. Welcher Level sind wir denn jetzt? Keine Ahnung, 90? Frag mich nicht, was BC für ein Item Level hat. Shares irgendwo? Nö, deshalb frag ich. Dann weiß es nicht. Ja, mein Feuermage ist halt unendlich crit-abhängig. Das ist einfach echt so, ohne Gear machst du genau gar nichts. Ja, ich würde auch Feuermage zur Zeit nicht mehr spielen. Ist doch einfach deutlich schlechter als Frost. Frostmage. Jo. Ach, hier habe ich auch noch ein Schild. Ah, das könnte ich auch mal anmachen. Jetzt wüsste, welches Binding das ist. Das war's nicht. Okay. Aber wenn ich Frostmage spiele, dann stehe ich doch auf einer Stufe mit Trade. Wer macht denn sowas? Ja, das ist ja ein schön. Alter, wie ich hier in die Fresse kriege, Mann. Der muss richtig heilige Nova spammen, der Arme. Aber die Gruppe ist so groß, ich kann die nicht mehr anders pullen. Es tut mir doch leid. Für euch unvoll nachziehbar, ist er. Bester Satz. Vor allem, der greift mich da immer noch an, der Sklave. Batz, tötet ihn. Gollum, Gollum. Ich wundere mich, warum ich hier 24-7 geslowt bin, jetzt weiß ich's. Ah, hier ist das Schild. Boah, jetzt. Ich weiß wieder, wie es geht alles. Bin jetzt voll dabei. Nehmen wir den mit, ja, komm. Dann muss ich mir wohl vor dem nächsten Dungeon mal Duels Pack kaufen und Frost probieren. Warum hast du kein Duels Pack, Alter? Ja, wofür? Es ist ein reiner DD. Ja, oh. Aber auch ein DD braucht zwei Specs. Ehrlich. Für PvP-Mensch. Nicht ja nicht. Ja, aber. Schön zu wissen, dass man könnte. Vor allem, weil zum Beispiel, keine Ahnung, Feuer auch Single-Target einfach kacke ist, oder? Apropos kacke, du hast vorhin die eingewachsene Haardiskussion verpasst, möchte ich noch nachträglich beteiligen. Was für eingewachsene Haardiskussion? Es ging darum, dass ein Typ in seinem Arsch, ich weiß nicht mehr, ob in seinem Arsch oder einer Arschbacke, so ein Pickel bemerkt hat. Und er dachte halt, es ist ein Pickel, hat so ausgedrückt, ja, und hat dann gemerkt, es wird immer mehr, und hat dann festgestellt, dass seine Arschhaare, weil er die rasiert hat, so borstig geworden sind und dann in die Arschbacke rein und oben wieder raus gewachsen sind quasi. Und hat sich dann da so mehr oder weniger behilfsmäßig so einen kleinen Haarbüschel quasi aus seinem Arsch raus operiert. Alter. Gib dir einfach, du ziehst einfach Arschhaare, blutige Arschhaare quasi, durch deine Arschbacke so nach oben. Der meint, dann war er beim Arzt, hatte eine OP und jetzt hat er ein zweites Arschloch, weil das nicht mehr zuwächst. Und dann waren diskutiert, wie das passieren kann und so. Geil, oder? Das, Alter. Ekelhaft. So ekelhaft, nur natürlich. Natürlich. Totem. Nichts Natürlicher. Ja, was rasiert man sich auch in den Arsch?
Morell. Kann ich auch nicht verstehen. Gut. Ich kann auch nicht verstehen, wie man sich die Eier rasieren kann. Hallo? Kannst du dir mal eine Rasierklinge an deinen Eiern vorstellen? Wow. Ja. Übel. Vor allem mit meinem handwerklichen Geschick, Mann. Gib dir die wechseln Haare in den Sack rein. Nee. Ich hab nichts gesagt, ihr habt nichts gehört. Yeah. Das abspritzende Haare in Angelegenheit. Boah, ich hab's direkt gemerkt in meinen Eiern, ey. Ich merke sowas dann immer direkt, wenn ich irgendwie sowas höre oder sehe, dann spüre ich das einfach. Ganz tief in dir drin. Ja, das ist so phantomschmerzenmäßig so. Oder wenn irgendwer meint, er hat's mit der Leber oder so. Ich schwöre, ich spüre meine Leber dann, wenn der da irgendwas erzählt, wie es sich anfühlt und so. Richtig krank. Kotzt mich übelst an. Zum Glück erzählen mir nicht so viele Leute, wie es ist, vergewaltigt zu werden, da ich halt Glück gehabt. Aber das war gut widerlich. Und dann hat so ein richtiges Büschel einfach, so wie wenn jetzt zu einem, ja, Pedo-Beispiel. Wenn jetzt zu einem kleinen Mädchen gehst und einfach so eine hochgesteckte Dora-Haarsträhne abschneidest quasi, eine richtige Strähne einfach. Die ist quasi in seine Arschbacke rein und oben wieder rausgewachsen. Alter, bitte hör auf. Ich finde das... Ja. Ja, wir hatten ja, vorhin auch eine, die AFK-Kotzen waren, aber das war unser Thema halt beim Rat. Mich wurmt sowas nicht. Wollte ich nur, damit du nächstes Mal nicht unvorbereitet in die Konversation einsteigen musstest. Die hatten früher bei Galileo, als Galileo noch halbwegs gut war, hatten die eine Doku quasi über eine Nasen-OP, wo jemand eine Nasenscheidewand hat rausgenommen kriegt. Okay. Haben das halt alles voll gezeigt und meine Familie so voll am Essen, ich so am Essen, ne? Alle so, ich so voll am Reinhauen und die so, was geht denn mit dir? Mach dir das gar nicht. Ja, beim Essen muss ich das auch nicht haben, wenn ich irgendwie, ich gucke ja eh nur, wenn ich esse, dann laufen immer irgendwelche Tiersendungen aus irgendwelchen Zoos, wo so kleine Elefanten sind und so, wo du denkst, oh, lecker und so. Und ja, richtig, aber wenn die dann, was hat denn der Priester dafür? Oder Priester, Käsespätzle, guck mal, was hat denn der für einen Leuchteffekt um sich, seht ihr das? Locker LFR-Set, ja, die irgendwas war. Ja, was ist das, hab ich noch nie gesehen. Wie wird sie glitzert? Und wenn die dann da aber irgendwas operieren, irgendwie einen Schniedel abschneiden oder so, ey, muss ich auch umschalten beim Essen. Möchte nicht essen, während irgendeinem armen Elefanten seinen Schwanz abgeschnitten wird oder so, oder der Eier. Muss nicht sein. Findest du nicht so lecker? Nee, finde ich nicht so lecker, bin ich ehrlich. Ey, was war das für ein Buff, Mann? PvP auch nicht? Das war Wasserwandel vom Shami. Nein. Haben wir hier irgendeine Quest? Ja, nee, nur töten. Töten. Ihr kommt mit. Bam. Ich wollte da was schieben. Warum darf ich nicht schieben? Tja, mein Sohn, du bist eine Schwuckte. Oh, Zeitwandlung so schwer. Bestes Feature. Burning Crusade, bestes Addon. Oh, WoW ist tot. Burning Crusade, bestes Addon. Okay. Ja, also mein Schaden hält sich in Grenzen. Sag mal. Wie die Stimmung in der DDR, lol, Alter, was ist das denn? Vor allem das ist ja Alter. Nichts. Du machst weniger als Craft. Ja, das ist ja ein Naturgesetz. Hättest du ja, erleben Craft müssen mit meinem Ring. Ich war einfach so normal, so Dritter wie immer, ja, und dann geht der Ring einfach an. Und ey, ich bin. Weiß ich nicht, hatte 38k oder so, auf einmal 70, 75 bis 80 hoch, dann explodiert das Ding noch, Alter. Hatte ich teilweise 83k einfach und du hättest im Recount sehen müssen, wie es nach oben springt einfach. Einfach so drüber geflogen, weil es so unfassbar schnell war, der Burst. Also. Das Ding macht in der Phase, machst du allein durch den Ring, machst du in der Phase, wenn du so von deinem normalen Schaden ausgehst und nur Ring anmachst, machst du über 50% mehr Schaden. Ja, der war echt, dadurch bis zum Ende war einfach mein Drittmeister Schadensding. Also Pet jetzt nicht mal mit reingerechnet, nur meine Fähigkeiten quasi, so Arcana Schuss und so ein Scheiß. Ja. Aber Platz 3, heftiger Scheiß. Ey, wenn du das in der KR-Phase machst, dann hast du abartige. Du kannst deinen Schaden mehr als verdreifachen, vervierfachen. Das einzig Schwule bei uns ist halt, der löst halt dann nochmal eine Explosion aus, ja, wie dieses Schurkenschmuckstück. Wo du so nochmal im Radius von 20 Metern 25% des gesamten Schadens machst, da muss ich dann immer ein bisschen rumrennen noch, aber. Ja, okay. Ist halt worse dann. Kurz mal 2 Sekunden am Boss stehen. Den Damage, der da kommt. Ich hab 21 jetzt, ich mach diese Woche noch wahrscheinlich den kompletten.
dann, ja, dann sollte ich nächste Woche die Ringe fertig haben. Jo. Ja, lohnt sich echt. Also. Wir fehlen noch drei Bücher. Ich habe mit Affliction schon mit dem ordentlichen Opener, habe ich ohne KR schon über 80k gemacht. Ich will ehrlich nicht wissen, was das für ein Stand wird. Ey, das ist echt heftig einfach das, nur. Das sollte in die 100k, das sollte, also ich habe schon Leute gesehen, die mit 15er Item Level 100k Single Target fahren auf dem Dingens hier, der Lord hier, der einfache Boss da mit dem. Oh, ein Umhang. Bonus so. Oh, nichts bekommen. Der ist natürlich schlechter als meiner. Fickt euch, Mann. Ja, siehst du? Ja. Über Crafting Damage. So. Hey, geil. Wow. Das ist hart. Stephen Hawkins weint jetzt. Ey, wo ist der Heiler? Da ist er. Nice. Ich krieg hier so endlos auf die Fresse. Ich bin entsetzt. Ah, ich sehe ihn. Ey, WTF. Ja, klassische Druiden-Scheiße hier wieder. Zieh ich halt einen Cooldown und sage lel. Ich hätte gern auch jetzt einen Cooldown gezogen, aber die haben auch 5 Sekunden Cooldown. Nimm mal diese Cooldowns. Iceblock Global Cooldown, Hashtag Trapped. Wollte ein bisschen mad, was der Magier halt irgendwie so gar nicht mag, ist halt echt null mobil. Ja, aber du auch nicht zweimal Blinkast. Ja, Blinzeln, Flammensprint, ja, ist eigentlich... ist echt null mobil. Jo, du kannst fast gar nichts machen. Ja, eben. Musst einfach nur stehen die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie Morell sich fühlen würde, wenn er mal eine ordentliche stehende Range-Klasse spielt, wie den Elementarschaman oder einen Destro-Hexer oder so. Da stehst du, verdammte Scheiße, da stehst du bei dem Mage, du blinzelst und dann kannst du wieder rumstehen. Vielen Marksman Hunter. Ja. Aber, ja, okay. Aber da verlierst du ja auch nur so ein bisschen Damage hin. Bisschen Damage, Mann. Verlierst deine Mastery, oder? Ja. Komplett? Ja. Nice. Ich weiß ja nicht, wie viel Prozent ist das denn so ungefähr vom Schaden? 100. Kommt halt drauf an, wie viel Mastery du hast, aber so in der Regel Minimum mal 10%. Ja, gut, also 10% ist jetzt so im Laufe nicht allzu viel. Also ich kann als Hexer überhaupt nichts casten im Laufe, wenn ich Destro spiele. Doch, Feuerbrunst. Guck mal, der hat schon wieder den Ring. Genau, was ist das? Verstärkter Kettenblitzschlag. Hä? Ist das ein Elo oder was? Ja, ist ein Elo. Der ballert hier unglaublich viel Schaden. Ach ey, ich dachte jetzt, nee, ich hab die ganze Zeit auf den Heiler geguckt und hab mich gewundert, was das für ein Effekt ist. Aber wir haben ja zwei so eine Goblin-Schamanen, siehst du. Toll, da bin ich einfach nur blöd und blend. Hey, du kommst her, da Sklavenschwein. Jawohl. Ah ja, das ergibt dann schon mehr Sinn. Nice, umgeh, ich bin verängstigt. Ah, immerhin renne ich in die richtige Richtung, das ist ja Gap Closer Number One hier, der 4. Was ist das eigentlich für ein Wort? Gap Closer, richtig schwul. Ja, man close ein Gap. Let's get homosexuell. Boah, das Erdbeben, als hätte ich wusste, dass ich das hier stehen lasse. Wäre es hier direkt mal rausziehen. Lol, Morell pullt hier die nächsten Mobs. Natürlich, du machst ja nicht. Ja, die da auch noch, kommen Sternregen. Ich sterbe ja nicht schon bei 2 Mobs oder so. Alles cool, erstmal Hardboss-CDs ziehen hier. YOLO. Dann macht jetzt auch mal Schaden wie die Großen. Hand auflegen raus. Müssen jetzt sterben. Müssen jetzt wirklich sterben. Ja, ich mach auch schon Schaden. Ich bin erster im Damage gerade. Ach, schön. So ist fein. Ich mach auch schon Schaden. Ich bin letzter im Damage gerade. Das sieht man vor allem daran, dass ich so eine mega nice Eulengestalt hier gerade habe. Zähl mal. Oh ja, die ist sehr balanced auf jeden Fall auch. Das ist die OP-Eulengestalt einfach, Inkarnation der Elune. Bald der Druide einfach so, wir brauchen ja hier dieses Scheiß mal eh nicht. Bald er einfach die Rüstung hat, hat auch im PvP, ist einfach Ende. Katze mit Inkarnation, war's, du bist einfach tot. Ich sterbe als Destiny, aber da schon, welches Event. Hinten ist, ich bin Sklaven. Achso, oh, jetzt ist er tot. So, kommt immer ein bisschen schneller raus. Jetzt ist er tot, scheiße. Best KR ever, ist ja nicht so, jetzt läuft er noch 30 Stunden zu uns. Weil es so schön ist, drehen wir den Boss. Yeah. Geil. Du bist ja sowas. Bist du etwa Tank? Ja. Achso, okay. Ich glaub's manchmal zwar auch selber nicht, aber es ist so. Na schön hier, Schild hoch, stacken auf 7 Sekunden, Digga. Boah, mehr Tempo. Boom. Warum kotzt denn nicht? Mehr Tempo. Palatank geht Tempo. Echt? Ja, damit du möglichst schnell Fähigkeiten machen kannst, um Heilige Kraft aufzubauen.
Und wenn du hier dieses Schild machst, dann verringerst du halt deinen erlittenen körperlichen Schaden um eine gewisse Prozentzahl, bei mir aktuell 34. Und ich glaube, Meisterschaft ja, erhöht das quasi. Also Meisterschaft und Tempo und dann aufs Maul. Strange, aber ist wow, echt so. Wow, ich hab sogar was bekommen. Ich hab und es ist ein Gürtel, den ich nicht gebrauchen kann. Cool, ich habe ein gezinktes Kartenspiel. Auch. Boah, Sklavenunterkünfte, Sklavenunterkünfte, so geil. Oh, geil. Hot. Oh.